Ja, herzlich willkommen auch mal von meiner Seite zu diesem Talk zum Thema Wer hat deine Daten? Datenschutz, Auskunftsrechte für Anfängerinnen und Fortgeschrittene. Auch für Anfänger, Männer sind hier bei dieser Formulierung mit gemeint. Zunächst einmal, warum halte ich diesen Vortrag? Also man hört ja auch immer so viel, wenn die Bundesregierung über Datenschutz und Verbraucherrechte spricht, dann hört man immer viel vom informierten, mündigen Verbraucher. Und dann fragt man sich als Verbraucherschützer manchmal, wer ist denn das eigentlich? Ja, das sind so Leute wie ich. Ja, also ich bin mündiger Verbraucher, das bedeutet, ich verbringe meinen Tag am liebsten damit, Datenschutzerklärungen zu lesen und AGB zu lesen. Also kann ich nur empfehlen, so ein Kaffee, ein Stück Kuchen und die AGB von PayPal, ja, ist der ganze Samstagabend gerettet, ja. Und wenn man noch die Nacht durchmachen will, kann man sich dann noch alle, ja, mehrere hundert Partner von PayPal durchlesen. Da gibt es so eine lange Liste, die wird auch alle 3 Monate aktualisiert, an wen die so Daten weitergeben, ja. Also ich habe tatsächlich für ein Buch, das ich vor gut einem Jahr geschrieben habe, mit dem Titel Die Daten, die ich rief, mal so ein kleines Datenexperiment gemacht. Ich wollte mal mündiger Verbraucher spielen und mal austesten oder ausreizen, wie weit eigentlich meine Rechte als Verbraucher gehen. Ja? Und da habe ich mir eine bestimmte Vorgabe im Verbraucherschutzrecht angeschaut, die sehr interessant ist. Und zwar, viele werden es nicht wissen, aber jeder Mensch, jeder Nutzer hier in Europa hat das Recht, jederzeit zu seinem Anbieter hinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin Kunde bei Ihnen, ich bin Nutzer bei Ihnen, ich möchte gerne wissen, was ihr über mich speichert. Ja, aktuell ist die Rechtslage, das ist Artikel 15 der DSGVO, das sind die Auskunftsrechte der betroffenen Person. Die betroffene Person ist in dem Sinne ich, der Verbraucher, der diesen Artikel da, also der diesen Account bei diesem Dienst hat. Und in Artikel 15 stehen allerhand Sachen drin. Beispielsweise muss der Anbieter sagen, was ist der Verarbeitungszweck der Daten, was für Kategorien personenbezogene Daten hat er da. Und da gibt es eben eine ganze Liste von Informationen, die er preisgeben muss. Aber wirklich interessant an Artikel 15 ist eben dann noch der Absatz 3. Da steht nämlich drin, der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Und das ist deshalb interessant, weil das bedeutet, ich kann eben nicht nur fragen, was habt ihr über mich und dann so eine grobe, nebulöse Auskunft bekommen, sondern ich kann wirklich nach den Rohdaten fragen. Ich kann sagen, gib mir bitte einen Dump meines kompletten Datensatzes, den du über mich hast, und die Unternehmen müssen Auskunft darüber geben. Interessanterweise ist das kein neues Recht, das ist in der neuen Datenschutzgrundverordnung nochmal ausführlicher dargelegt worden, allerdings war das etwas, was vorher schon im Bundesdatenschutzgesetz geregelt war, und viele der Anfragen, die ich so in den letzten Jahren gestellt habe, berufen sich tatsächlich auf das alte Datenschutzrecht, ne? Also auf das Bundesdatenschutzgesetz, und da war es noch so, dass man einen Brief schreiben musste. Heute ist das so, das kann man einfach per E-Mail machen, solche Auskunftsersuchen. Und ich würde euch jetzt so ein paar Beispiele erzählen von Abfragen, die ich gemacht habe, was ich da rausbekommen habe und was vielleicht auch so meine Lessons learned waren, die ich gerne an andere weitergeben möchte, die ihre Daten bei Unternehmen befreien wollen. Ja, das Erste, was ich gemacht habe, war natürlich, mir eine Deutschland-Card zu holen. Jeder kennt ja diese Frage an der Supermarktkasse, sammeln Sie Punkte? Ich sage dann immer so, nee, ich bin ja nicht blöd. Und dann versteckt er hinter mir immer so seine Karte, das sehe ich genau. Ja, auf jeden Fall wollte ich endlich mal ein positiver Mensch sein und dann so mit so einem strahlenden Ja, bitte geben Sie mir Punkte antworten, und habe mir so eine Deutschland-Card dafür geholt und bin erstmal einkaufen gegangen, habe ganz viele triviale Dinge eingekauft, also fast jeder, mit dem man über Datenschutz spricht und Punkte sammelt, sagt ja, ich habe ja nichts zu verbergen, also bin ich in den Edeka gegangen und ganz viele, ich habe ja nichts zu verbergen, Produkte gekauft. Beispielsweise gibt es da so Vitaminpräparate für nachlassendes Augenlicht, Tena Lady Damenbinden gegen Inkontinenz, Jägermeister und so ganz viele. Ja, Antidepressionszeug auf pflanzlicher Basis, was man eben so für einen Haushaltsbedarf braucht. Habe ich alles eingekauft und habe dann gedacht, so schön, habe ich jetzt so eine schöne Datenspur gelegt, gehe ich jetzt mal zu der Deutschlandkarte hin und sage, ich möchte meine Daten haben.
Was habe ich also gemacht? Ich habe einen Brief geschrieben und gesagt, hi, hier gibt es sowas wie eine gesetzliche Grundlage, dass ihr mir das geben müsst, und habe dann einen Brief zurückbekommen. Lieber Kunde, also der Datenschutz ist uns sehr wichtig. Loggen Sie sich einfach in Ihr Profil ein, da finden Sie alle Daten. Ja? Habe ich natürlich gemacht, ist natürlich ein schlechter Witz, weil da findet man nur einen Bruchteil von dem, was die eigentlich über einen haben. Da findet man nur eine Auflistung, wann man wo wie viele Punkte ergattert hat. So, ne? Also nur so eine grobe Umsatzzahl. Ich dachte natürlich, nee, ich glaube euch nicht, dass das das Einzige ist, was ihr an Daten sammelt, weil eigentlich ist das ja das komplette Businessmodell von diesen Bonuskarten. Ne? Also dass man sagt, ihr kriegt hier so eine kleine Belohnung, vielleicht das WMF-Topset ein bisschen günstiger, und dafür können unsere Partner und wir aber in Erfahrung bringen, was ihr so konsumiert, und das mit eurem Namen verknüpfen. Ist ja für Werbung nicht uninteressant. Also habe ich nochmal hingeschrieben und ihnen auch sehr deutlich gemacht, dass ich glaube, dass sie mehr haben. Und daraufhin haben sie mir dann irgendwann per Post diesen Datensatz geschickt. Was sieht man da drauf? Darauf sieht man alle Artikelnummern von allen Produkten, die ich an diesem Tag gekauft habe. So, auf der rechten Seite seht ihr so eine kleine Artikelbeschreibung, ne? Also beispielsweise Tampons oder Jägermeister oder was es auch immer war. Interessant an dieser Liste, fand ich, war, dass hier auch Artikel aufgelistet worden sind, bei denen es keine Punkte gibt. Also auch wenn man sich vielleicht so vorher die AGB durchgelesen hat und so sieht, naja, okay, bei bestimmten Sachen gibt es keine Punkte, beispielsweise bei Medikamenten oder so Geschichten. Das heißt aber nicht, dass es dann nicht trotzdem dort gelistet wird, dass man zumindest aus der Kategorie etwas gekauft hat. So, was ist jetzt meine Lessons learned aus dieser Anfrage gewesen? Naja, erst einmal habe ich festgestellt, die Deutschlandcard macht etwas, was mittlerweile fast alle großen Unternehmen so machen. Das nennt sich iterative Beantwortung. Und iterative Beantwortung meint eigentlich, dass das so abläuft, wie wenn die Eltern aus dem Urlaub zurückkommen und die Teenage-Jugendlichen hatten den Schlüssel von zu Hause und man fragt, und wie war das Wochenende? Dann muss man denen nämlich alles aus der Nase ziehen. Ja? Und erstmal, wenn man so irgendwo Indizien hat, beispielsweise einen Joint-Stummel oder so, dann kann man noch vielleicht so erfahren, okay, da war doch eine Party im Wohnzimmer. Und so ähnlich ist das leider mit Datensammlungen bei Unternehmen. Ja? Also wenn man einfach fragt, bitte gebt mir alle Daten, die ihr über mich habt, ist das leider die beste Garantie dafür, gar nichts Brauchbares zu bekommen. Weil die Unternehmen sich darauf zurückziehen, so, naja, das macht uns zu viel Arbeit, deshalb geben wir nur das raus, wonach explizit gefragt wird. Das heißt, es ist eine relativ mühsame Angelegenheit. Wenn man einmal anfragt, sollte man niemals erwarten, dass man alles zurückbekommt. Eigentlich wäre die Rechtslage so, dass man direkt alles zurückbekommt. Es ist aber nicht, ihr müsst mehrfach nachfragen. Und was ich ganz interessant fand bei der Deutschlandcard, ist, dass sie mir das per Post zugesendet haben, so ganz altmodisch, ne? Also unverschlüsselt. Dann dachte ich mir, Deutschlandcard, ja, ist ja langweilig, trivial, frage ich mal beim Unternehmen nach, was vielleicht mehr Daten von mir haben könnte. Ich habe seit 2008 einen Account bei Amazon. Hauptsächlich habe ich da so gebrauchte Bücher während der Studienzeit gekauft. So, wer sich schon mal so eine Einführung in die Mikroökonomik Schinken geholt hat, Buchhandel, weiß, da kann man viel Geld sparen, wenn man gebrauchte Bücher kauft. Und ja, aber eigentlich habe ich Amazon nie so wirklich ganz intensiv genutzt. Und für dieses Datenexperiment, was ich dann gemacht habe, habe ich mir aber vorgenommen, so ein Jahr lang möglichst alles, was ich brauche, bei Amazon zu bestellen, möglichst alles bei Amazon zu recherchieren, von Schnürsenkeln bis hin zu Ordnern, alles. Und dadurch eine schöne, fette Datenspur zu generieren. Ja, und was habe ich dann gemacht? Ich habe erstmal dann bei Amazon angefragt, so, hey Amazon, hier ist euer Kunde. Ich weiß, euch ist Datenschutz sehr wichtig, deshalb hätte ich gern meine Daten. Und das war dann so der Beginn einer viermonatigen Brieffreundschaft. War sehr schön. Also ich glaube, in der Datenschutzabteilung kennt man mich inzwischen. Und ja, das hat dann 4 Monate gedauert, bis Amazon irgendwann mal angefangen hat, so Daten rauszurücken, die man haben will. Also auch bei Amazon, genauso wie bei anderen Unternehmen, hat man eben diese ja, vorgeschobene iterative Beantwortung, dass sie eben sagen, so ja, als erstes loggen sie sich in ihr Profil ein, das steht doch alles. Und dann schreibt man zurück, so habe ich gemacht, das steht nicht alles.
dann kommt zurück so, hier, wir haben Ihnen ein PDF mit all Ihren Daten angehängt und dann guckt man so rein und da sind dann so einfach eine Kopie des Profils, so, also ist halt richtig billig. Nee, und dann muss man halt immer wieder nachfragen. Und bei mir war es irgendwann so, dass ich recht eindeutig dann reingeschrieben habe, so, okay, Amazon, ihr schickt mir doch immer diese personalisierten Werbe-E-Mails zu, zufällig von den Dingen, die ich 3 Tage vorher bei Amazon noch angeklickt habe. Ich würde gerne wissen, wie ihr das technisch macht, wenn ihr nicht speichert, was ich angeklickt habe. So. Und daraufhin haben sie mir dann mehr zugeschickt. Und zwar habe ich dann einen verschlüsselten Datenträger bekommen. So eine CD-ROM. Die Älteren von euch werden das vielleicht noch kennen. Ich musste erstmal im Keller gehen und mir so ein Auslesegerät besorgen. Und war dann sehr froh, dass der Datenträger auch verschlüsselt war. Warum war ich froh? Weil das nämlich schon die zweite Postsendung war. Die erste Postsendung ist in der Post verloren gegangen. Ne? Also auch da immer darauf achten, wenn ihr Auskunftsersuchen an Unternehmen stellt, weist ihr doch bitte darauf hin, dass ihr die irgendwie sicher zugeschickt bekommen habt. Glaubt mir, ihr möchtet nicht, dass so ein Datensatz in der Post verloren geht. Und warum möchtet ihr nicht, dass so etwas in der Post verloren geht? Naja, also auf diesem Datensatz waren so erstmal so alle Suchanfragen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, also beispielsweise so Krebs, Heilmittel habe ich irgendwann mal so testweise eingegeben, ist halt auch alles erfasst worden, wann ich auf welche E-Mails reagiert habe, sagt vielleicht auch was über meine Wachzeiten aus und dann war da noch so eine große Excel-Tabelle und die Excel-Tabelle, die hat so lange geladen, da dachte ich erstmal, mein Rechner ist Schrott, dann habe ich irgendwann so realisiert, die ist wahrscheinlich irgendwie groß. Und als ich die dann auch endlich geöffnet hatte, wusste ich auch, die ist verdammt groß. Die ist nämlich 15.365 Zeilen lang. Also man scrollt da so eine halbe Stunde. Und zu jeder Zeile gibt es bis zu 50 Zusatzangaben. Und in dieser Excel-Tabelle waren alle 15.365 Klicks, die Amazon in den vergangenen 14 Monaten vor der Anfrage meinem Account zugeordnet hat. Ihr versteht jetzt vielleicht, warum ich so ein bisschen aufgeregt war, als ich nicht wusste, ob die CD verschlüsselt war. So. Ihr seht da alles. Ihr seht da nicht nur, was für Produkte ihr gekauft habt. Deshalb ist halt auch diese erste Antwort von Amazon, naja, guck doch in deinem Profil, da findest du alles, ist totaler Bullshit, weil da steht nur, was ich gekauft habe, was ich auf die Wunschliste gepackt habe. In diesem Clickstream steht aber drin, wann ich nachts um 1 Uhr nach einem Klimagerät fürs Schlafzimmer gesucht habe, weil es im Sommer so warm war. Da steht drin, wann ich mir Bücher von Rechtsextremisten angeschaut habe. Ja, ich schreibe in meinem Blog auch über die AfD, wenn man sich meinen Clickstream anguckt, könnte man mich halt auch so für so ein bisschen rechts halten, weil ich halt wirklich viele rechte Autoren recherchiert habe auf Amazon. Ich habe auch erstaunlicherweise hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe tatsächlich auch medizinische so Ratgeber habe ich mir angeguckt. Und das alles ist da drin. Und auch wenn ihr mal so eine Bewertung vergrößert habt, Bildvergrößerung, also jeder einzelne Klick, alles schön fein dokumentiert. Und zu den einzelnen Informationen, die ihr da habt, findet ihr auch noch eine ganze Menge Metadaten. Das heißt, Amazon schaut sich an, in welchem Bundesland ist jemand. Man konnte bei mir sehen, wann bin ich von wo gependelt. Wann war ich in der Uni-Bibliothek? Die hat nämlich einen eigenen Netzanbieter. Was ist der Netzanbieter? Und noch viele weitere spannende Sachen. Ich war sehr froh, dass ich diesen Clickstream als Excel-Tabelle bekommen habe, denn dadurch, dass es eine Excel-Tabelle war, konnte man den auch analysieren. Das heißt, eine Datenanalystin hat sich das dann angeschaut und geguckt, so kann man da beispielsweise Muster rausfinden, kann man da so visualisieren, wie ist die Katze eigentlich wach oder beziehungsweise schläft sie überhaupt irgendwann. Und ja, das, was ihr da so auf diesem Bild seht, das war so eine Aktion, die habe ich letztens mit einem Dokumentarfilmteam gemacht. Die meinten nämlich so, ja, Datenvisualisierung fürs Fernsehen ist so ein bisschen schwierig. Können wir deine Daten mal ausdrucken? Ich so, nee, aus Umweltschutzgründen geht es nicht. Aber wir können mal ausrechnen, wie viel Blatt Papier das eigentlich wären. Und dann sind wir zum Copyshop gefahren. Und das ist dann der Stapel, den es ergeben würde, wenn ich halt die Schrift so klein machen würde, dass jeder Klick mit seinen 50 Angaben auf einen Zettel passt. Also mein Datenschatten hat mich fast erschlagen an diesem Tag. Und das ist nur ein Dienst. Ja, und
ich bin noch nicht mal so ein krasser Amazon-Hardcore-Nutzer. Also viele meiner Freunde sind viel intensiver mit diesem Dienst verbunden. Also die gucken darüber noch Amazon Prime, habe ich halt nicht gemacht für den Besuch, für den Versuch. Viele bestellen halt auch noch so ihre Lebensmittel über Amazon Fresh oder Amazon Now, kann man in Berlin machen. Innerhalb von 2 Stunden ist dann das gekühlte Bier an der Haustür. Das heißt, bei anderen Leuten wäre das wahrscheinlich doppelt oder dreifach so groß. Was mich allerdings geärgert hat bei Amazon ist, dass sie keine wirklichen Angaben zu Speicherfristen gemacht haben. Also wie gesagt, ich habe einen Account, der ist seit 2008 und ich habe eigentlich erwartet, dass ich viel mehr Daten bekomme, aber sie haben mir einen Clickstream geschickt, der nur 14 Monate zurückreicht. Das kann unterschiedliche Sachen bedeuten. Das kann bedeuten, dass sie nur 14 Monate speichern. Das kann bedeuten, dass sie nach 14 Monaten pseudonymisieren, das heißt, das so verfremden, dass es nicht mehr mit meinem Account verknüpfbar ist, aber mit ein bisschen Energie könnte man es noch mit meinem Account verknüpfbar machen. Oder es bedeutet, dass sie es anonymisieren oder ganz löschen. So, dazu habe ich aber keinerlei Informationen als Betroffene bekommen und das finde ich extrem schwierig, weil gerade nachdem man sich so einen Datensatz angeguckt hat, glaubt mir, möchte man das wissen. Und das Problem war auch, dass ich zu dieser Excel-Tabelle noch so eine, ja, so 7-8-seitigen Erklärtext bekommen habe, was welche Spalte eigentlich bedeutet. Und da waren dann so Zahlencodes drin, beispielsweise eine 3 in einer bestimmten Spalte bedeutet dann, ich habe etwas auf die Wunschliste gesetzt, eine 5 bedeutet etwas, ich habe irgendwie was auf eine Baby-Wunschliste gesetzt oder so. Und dann waren da aber Zahlen drin, die überhaupt nicht erklärt waren. Und als ich dann nachgefragt habe, so ungefähr, weiß ich nicht, 5-6 Mal, was denn diese Zahlen bedeuten, hat Amazon dann irgendwann den Kontakt abgebrochen. Ja, das ist eindeutig rechtswidrig, würde ich sagen. So sollte man es als Unternehmen auf jeden Fall nicht machen. Ich würde vorschlagen, die Fragen machen wir am Ende. So, sonst geht das alles durcheinander. Danke. Als nächstes habe ich bei Netflix angefragt. Ich hatte keinen Netflix-Account, muss man dazu sagen. Also ich habe extra für die Buchrecherche mir einen Netflix-Account geholt und musste dann aus Berufsgründen 2 Monate lang intensiv Serien gucken. Was tut man nicht alles für den Datenschutz, ne? Habe erstmal ein schön fettes Datenprofil da erstellt und habe bei Netflix dann auch mal angefragt, so hey, könnt ihr mir eine Kopie meiner Daten schicken? Und das Interessante an der Netflix-Anfrage ist, dass die schon nach der neuen Rechtslage war. Also da war die DSGVO schon in Kraft. Das heißt, ich habe wirklich nur eine E-Mail geschickt, ich habe keinen Brief geschickt. Und das Erstaunliche war, dass Netflix mir bei fast allen Anfragen innerhalb von 24 Stunden geantwortet hat. Na, also falls ihr euch fragt, okay, ich möchte mal so etwas machen, aber bei Amazon 4 Monate, das ist mir jetzt zu mühsam. Ich kann Netflix sehr empfehlen. Ich finde das wirklich vorbildlich, wie das Datenschutzteam das macht. Was von Netflix gespeichert wird, ist natürlich eine andere Sache, aber zumindest die Anfragenbeantwortung fand ich schon mal ganz fix. Wie gesagt, man kann es auch per E-Mail machen, weil die haben auch so einen Chatdienst, wo man mit Mitarbeitern sprechen kann. Darüber funktioniert das auch. Das Interessante war, dass aber auch hier wieder so eine Art iterative Beantwortung am Start war, ohne dass es explizit genannt wurde. Das heißt, ich habe da so ganz viele Datenkategorien erstmal ausdrücklich hingeschrieben, was ich haben will und habe aber recht deutlich auch gesagt, so, naja, ich möchte eigentlich alle Daten, die ihr über mich habt. Und daraufhin habe ich erstmal so eine Liste bekommen, welche Filme habe ich wann gesehen, mit was für Geräten war ich eingeloggt, auf welche Werbe-E-Mails habe ich reagiert, welche Suchanfragen habe ich gemacht, also so wirklich, wirklich viel. Und man kann aus solchen Daten halt auch wirklich schon beispielsweise sehen, ihr kennt alle diese Suchprozesse, wenn man sich nicht entscheiden kann, was man guckt, sodass man sich irgendwie, weiß ich nicht, 10 Beschreibungen anguckt, dann mal 3 Trailer, dann guckt man mal rein, dann bricht man nach 3 Minuten ab oder so. Und so etwas kann man anhand von den Informationen schon ganz gut rekonstruieren. Was ich allerdings dann interessant fand, war, dass eine Information, die ich haben wollte, nicht drin war.
Und das war die Information, wann ich wo zurückgespult habe. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit nach der ersten Anfrage zufällig so ein Interview gelesen oder so einen Bericht in einer Zeitschrift, wo so ein Datenanalytiker von Netflix sehr begeistert erzählt hat, dass sie eben auch auswerten können, wie die Nutzer mit dem Film interagieren. Und dann habe ich Netflix nochmal geschrieben, so ja, ich möchte gerne auch die Vor- und Rückspuldaten. Und erst daraufhin habe ich die bekommen. Ne? Vorher hatte ich überhaupt nicht die Information, dass so etwas gespeichert wurde. Und wie das aussieht, das seht ihr hier auf dieser Folie. Also man sieht wirklich, also man kann anhand dieser Information, wenn man das mit dem Film, also neben den Film legt und zu den entsprechenden Sekunden spult, kann man wirklich sehen, welche Szene hat mich interessiert. Das heißt, man kann sehen, hat jemand sich eine Sexszene zweimal angeguckt, jemand hat bei Gewalt übersprungen oder jemand hat sich eine Liebesszene fünfmal hintereinander angeguckt um 3 Uhr nachts. So. Was ja auch schon etwas über den Gemütszustand der jeweiligen Person auch aussagen kann. Was ich schön fand bei Netflix war, dass ich das Ganze beim ersten Mal noch unverschlüsselt bekommen habe, beim zweiten Mal war es dann aber verschlüsselt. Ich habe einen Download-Link bekommen und was ich besonders interessant fand, da hat die Datenschutzabteilung auch von sich gesagt, so ja, wollen Sie das nur auf Deutsch haben oder wollen Sie das auch zweisprachig auf Deutsch und Englisch haben? Wo ich dann natürlich gesagt habe, so ja, auf jeden Fall. Also das ist, muss ich sagen, da können sich andere Unternehmen was von abschneiden, auch wenn ich natürlich trotzdem problematisch finde, was das Unternehmen alles speichert. Denn ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt speichern muss, welche Liebesszenen ich mir dreimal angeschaut habe um 2 Uhr nachts. Und was auch ein bisschen unideal war bei Netflix, war, dass ich die Antwort als PDF bekommen habe. Das heißt, es ist relativ schwierig, das maschinell auszuwerten. Und bei so einem großen Datenwerk ohne computergestützte Auswertung kommt man da ehrlich gesagt nicht weit. So, was sind jetzt meine Lessons learned aus meinen Anfragen, die ich an euch weitergeben möchte? Also zunächst einmal, also eigentlich in einer idealen Welt, wo das Recht ideal durchgesetzt wird, müsste ich euch diese Tipps gar nicht geben. Denn eigentlich ist das, was viele Unternehmen machen, rechtswidrig. Die müssten euch eine komplette Kopie eurer Daten einfach so geben, ohne dass ihr fünfmal nachbohren müsst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich komme meist weiter, wenn ich vorher die allgemeinen Geschäftsbedingungen lese und die Datenschutzerklärung und mir dann Notizen mache, einfach was für Datenkategorien werden dort genannt, damit ich explizit danach fragen kann. So. Das Zweite, hilfreich, oft gibt es Leute aus der Datenanalyseabteilung, die sehr bereitwillig Interviews in Tech-Magazinen geben und sich selbst dafür loben, was für tolle Analysen sie alles machen können. Und nebenbei wird dann öfter mal erwähnt, was für Daten eigentlich überhaupt über die Nutzer gespeichert werden. Und über diesen Weg bin ich beispielsweise erst darauf aufmerksam geworden, dass Netflix überhaupt so Vor- und Rückspuldaten speichert. Also das kann ich auch empfehlen, wenn ihr wirklich interessiert seid an einem Dienst und da wirklich Arbeit reinstecken wollt, macht vorher ein bisschen Recherche. Das Dritte, gesunder Menschenverstand. Ne? Also wenn ihr Werbe-E-Mails bekommt, anhand eures Klickverhaltens, müssen die euer Klickverhalten haben. Und ich würde, wenn da die Datenschutzabteilung bockig ist, das auch einfach einmal so in eine E-Mail reinschreiben, so nach dem Motto, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Also wie erklären Sie mir es bitte aus rein technischem Interesse, wie lösen Sie es denn sonst? Und ganz wichtig, ihr könnt euch auch das Vorherige einfach vergessen, wenn ihr beispielsweise bei Unternehmen anfragt, bei denen andere schon angefragt haben und einfach auf erfolgreiche Anfragen verweisen. Und das war so auch das Ziel meiner Anfragen, die ich auch alle öffentlich gemacht habe, einfach auch so ein Exempel zu statuieren, wo andere Nutzer dann sagen können, so naja, aber Katharina Nukun hat diese Daten doch bekommen, speichern Sie die bei mir nicht oder was? Und ein kleiner Tipp, wenn ihr wirklich da Arbeit reinstecken wollt und das auch für andere visualisierbar machen wollt oder ein bisschen gucken wollt, was kann ich eigentlich aus diesen Daten rausziehen, fragt nicht nach einem PDF, fragt nach einer Excel-Tabelle oder irgendwas, was mit Maschinen ordentlich verarbeitbar ist. Denn damit könnt ihr Visualisierung machen. Und wenn ihr sagt, ich bin kein IT-Experte, interessiert mich nicht, mache ich nicht, das ist Quatsch mit Verlaub. Also es gibt mittlerweile ziemlich viele sehr einfach zu bedienende Datenanalyse-Tools, beispielsweise Tableau, da ladet ihr dann, also das installiert ihr auf eurem Rechner, am besten, also niemals etwas in irgendeine Cloud laden, das wisst ihr aber alle schon. Das installiert ihr auf eurem Rechner und damit könnt ihr einfach so ein Datenwerk da reinschieben und mit ein bisschen rumprobieren, kann jeder das eigentlich innerhalb von einer halben Stunde lernen, beispielsweise da so ein Diagramm angezeigt zu bekommen, wann war ich eigentlich wach oder wann habe ich geklickt, ja, oder wann habe ich viel geklickt.
Und was man auch noch machen kann, ist, wenn Unternehmen bockig sind und euch die Daten nicht maschinenlesbar rausrücken wollen, könnt ihr euch auch auf Artikel 20 der Datenschutzgrundverordnung berufen. Das ist nämlich das Recht auf Datenportabilität. Ne? Also ihr habt nicht nur ein Recht auf Auskunft, sondern theoretisch, ne? Habt ihr auch das Recht, das wirklich in einer maschinenlesbaren Version zu bekommen, weil die Idee dahinter ist, dass ihr dann einfach zu einem anderen Dienst umziehen könnt und die Daten mitnehmen könnt. Ist eigentlich für einen anderen Anwendungsbereich konstruiert, aber wenn man gar nicht weiterkommt, würde ich immer empfehlen, Artikel 20 nochmal zu erwähnen, Wink mit dem Zaunfall, dass man auch ein Anrecht drauf hat, die so in einem freien Format zu bekommen. Ja, und wenn alles nichts fruchtet, ja, oder wenn man vielleicht auch eine Anfrage macht und da kommt keine befriedigende Antwort und man sagt, ich habe jetzt keinen Bock, einen kleinen Kreuzzug zu bewegen, ich habe noch andere Hobbys, kann ich total verstehen. Interessanterweise gibt es jetzt ein gemeinsames Beschwerdeformular von den Datenschutzbehörden in Deutschland. Das ist total easy. Ihr könnt Auskunftsanfragen stellen und dann Beschwerden einreichen. Also das, was ihr da seht, ist so ein Diagramm oder so eine Visualisierung von der Aktion von NOIP. Das ist eine NGO, die von dem Datenschutzaktivisten Max Schrems aus Österreich gegründet wurde. Und die haben mal an alle möglichen Streaming-Anbieter Anfragen geschickt nach Nutzerdaten, so nach dem Motto, ich möchte jetzt hier eine Kopie meiner Daten haben, und haben dann einfach mal geschaut, so welche Anbieter da befriedigend oder gar nicht oder nur so ein bisschen reagieren, und haben daraufhin dann das veröffentlicht und auch Beschwerde in einigen Fällen eingereicht. Und das Schöne an diesem Diagramm ist ganz rechts, ich hoffe, ihr seht es, das ist nämlich die Maximalstrafe, die hat Max Schrems dann nämlich schon mal ausgerechnet. Dank der DSGVO haben wir jetzt Maximalstrafen im Bereich Datenschutz von bis zu 4% des weltweiten jährlichen Umsatzes. Das bedeutet, im Fall von Amazon Prime wären das 6,31 Milliarden Euro. Im Worst-Case-Szenario ist es natürlich unwahrscheinlich, dass in so einem Fall so eine Strafe verhängt wird. Aber sowas kann man ja vielleicht auch mal erwähnen, so in so einer Anfrage. Ja. Kommen wir zum Schluss. Also in der idealen Welt müsste man sich diese Arbeit eigentlich machen. Also eigentlich sollte jeder jederzeit aus meiner Sicht Auskunft darüber haben, wer welche Daten warum von ihm verarbeitet, und man sollte es jederzeit einsehen können. Ich persönlich finde, dass es keine gute Lösung ist, dass Nutzer extra anfragen müssen, weil kaum jemand weiß das. Und das führt eben dazu, dass Unternehmen diese Abwehr hochfahren und dafür sorgen, dass es sehr mühsam ist, diese Daten zu bekommen, und sie beispielsweise noch zusätzliche Hürden einbauen, indem sie die Antworten nicht maschinenlesbar ausliefern. Unbefriedigend ist auch, dass man keine Informationen zu den Speicherfristen bekommt und keine Informationen zur Pseudonymisierung. Und das, finde ich, ist auch ein Problem der Rechtslage, weil momentan ist es so, dass viele Unternehmen immer argumentieren, so, naja, ich speichere die Daten, solange ich sie für die Verbesserung meines Dienstes brauche, ja. Ist natürlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag im Zweifel, wenn ich nicht das Gegenteil beweisen kann. Und das, also so diese Rechtslage wird momentan exzessiv missbraucht, um eben Nutzer nicht darüber zu informieren, wie lange die Daten gespeichert werden. Und ein weiteres Problem ist, dass bei der Amazon-Anfrage ich zwar beispielsweise Informationen darüber bekomme, dass ich, wann ich wie geklickt habe, aber die eigentlich spannenden Informationen sind ja die Daten von, also die gesammelten Daten bzw. Informationen, die ich habe, wenn ich diese Daten übereinander lege und gucke, was gibt es eigentlich für Muster darin. Und da nutzen momentan Unternehmen eben oft diese Ausrede, so, naja, sie sind in keiner Kategorie gespeichert, und technisch wird das dann durchargumentiert mit, naja, diese Kategorien, die errechnen wir erst on demand. So, und ich finde, das ist eben ein Umweg, den darf es eigentlich nicht geben. Ich möchte wissen, wenn ich irgendwie in der Kategorie einsame Hausfrau oder steht gerne auf Kidsfilme oder sonst was gelandet bin, weil das ja vielleicht etwas über mich aussagt, und vielleicht habe ich manche Kategorien ja auch gar nicht so gerne. Also um mal ein Beispiel zu nennen, bei Facebook bin ich in der Werbekategorie Stress. Ich weiß nicht, wie man als Unternehmen der Meinung sein kann, das wäre eine Werbekategorie, das ist psychologisches Profiling. Ja, also, liebe Leute, ihr wisst jetzt alles, was ihr machen müsst, um eure Daten zu bekommen. Fragt bitte eure Daten an. Ihr werdet dabei mehr über euch erfahren, als euch lieb ist. Aber glaubt mir, es lohnt sich und es macht viel, viel Spaß. Vielen Dank.